Wir sind in Gladbeck. Renfort. Renfort lebt im Nordwesten Gladbecks. Dieser Stadtteil wurde in den zurückliegenden Jahren unterschiedlich beeinflusst. Zum einen wurde Renfort durch den Bergbau geprägt und zum anderen spielte bis etwa Anfang der 60er Jahre in dem westlichen und nördlichen Randgebiet die Landwirtschaft noch eine große Rolle. Dann in den 60er Jahren entstand auch neben Alt-Renfort der neue Stadtteil Renfort-Nord. Nach dem Ende des Bergbaus änderte sich die Infrastruktur Renfort sehr. Die Flachlass AG, Rockwohl, ein Stützpunkt der Ehle und zahlreiche andere mittelständische Betriebe fanden ein Zuhause hier in Renfort. Natürlich nicht zu vergessen das moderne Innovationszentrum Wiesenbusch. Gladbeck-Schultendorf liegt auf halbem Wege zwischen Renfort und Zwickel. Früher arbeitete man hier auf den Zechen Möller und Zwickel. Die damals vom Volksmund als Schultenkolonie bezeichnete Zechensiedlung war auch eine Hochburg der Taubenväter.
Gladbeck-Budendorf grenzt im Süden an den Stadtteil Brauk. Budendorf und Brauk sind ähnlich strukturiert wie Rentfort. In jüngster Zeit entstanden hier zwei große Gewerbegebiete mit zahlreichen Unternehmen verschiedenster Branchen, und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Zechen Morte und Stinnes. Auch hier von der Kleingartenanlage im Linnerod aus ist die Mottbruchhalde Brauk zu sehen. Die Halde soll zu einer Vulkanlandschaft anwachsen. Damit wird Gladbeck eine Landmarke mit einzigartigem Charakter erhalten. Ja. Ist was Neues? Nein, im Moment nicht. Die Feier war gut gelaufen, das Sommerfest war gut gelaufen. So in der Anlage als solches? Anlage habe ich alle, die habe ich im Schuss. Ja, die Anlage habe ich im Schuss. Ein letztes Mal geht unser Blick zurück in das Jahr 1978. Hier durchfährt die Linie 10 den Einmündungsbereich Horster Straße und Rossheidestraße in Richtung Gelsenkirchen-Horst. Wenige Tage nach diesen Filmaufnahmen wurde diese Straßenbahn durch eine Buslinie ersetzt. Thank you.
Hier im tiefen Gladbecker Süden in Brauk wohnt man buchstäblich im Schatten der Brauker Alpen, den Bergehalden. Dieser Ortsteil ist seit dem Rückzug des Bergbaus kaum wiederzuerkennen. Viele der in die Jahre gekommenen Zechenhäuser wurden nach und nach liebevoll renoviert, wie man es hier am Beispiel der Emscher Straße sehr gut sehen kann. So eine Eber, das ist so ein Goethe. Kann ich auch. Da können die beiden miteinander spielen. Strado. So, du musst da drei Becken aufgestellt werden, ne? Und bei dem weißt du ja. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob die Der Wittringer Wald, eine der grünen Lungen unserer Stadt und das beliebte Wasserschloss Wittringen. Hier kann man in Ruhe Erholung finden und vielen Freizeitaktivitäten nachgehen. Thank you.
So, unser Stadtspaziergang durch Gladbeck neigt sich dem Ende zu. Es waren sicher zum Teil recht kurze Momentaufnahmen. Doch ich hoffe, Sie konnten sich in etwa ein Bild von unserer Stadt machen. Möglicherweise konnte ich Ihnen auch Dinge zeigen und vermitteln, die noch unbekannt waren. Wenn Sie neugierig geworden sind, kommen Sie doch einfach mal zu uns nach Gladbeck. Sie sind herzlich willkommen. Hier auf den Brauker Halden setzen wir den abendlichen Schlusspunkt mit einem Rundblick zu unseren Nachbarn in Bottrop, Essen und Gelsenkirchen.